Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Heute basteln wir zusammen eine Männerkarte in Richtung Musik, Rock. Ich habe dann dafür eine Hintergrundstanze vom Action verwendet. Das ist aus der Weihnachtskollektion. Das war leider die einzige Stanze, die ich auch tatsächlich bekommen habe. Ich schneide hierfür mein Designpapier aus. Ich habe das ein bisschen gekürzt, damit es auch durch meine Stanz- und Prägemaschine vom Action durchpasst und kurbel das einmal durch. Die eine Seite ist schwarz, die andere orange. Das müsste sogar ein Designpapier für Halloween gewesen sein. Und ja, es schneidet die Form aus, aber was noch interessanter ist, es macht so eine Art Holzmaserung ins Papier. Das heißt, es prickelt quasi nur das Muster rein. Ich habe mir die Größen von dem fertigen Designpapier quasi aufgeschrieben, beziehungsweise die Mattung, die ich dafür brauche. Ich gehe ja immer 4 mm größer für Mattung. Das heißt, ungefähr 10,5 mal 14,8 müsste das jetzt zugeschnitten Designpapier gewesen sein. Dementsprechend ist die Mattung 10,9 mal 15,2 cm. Hier hole ich meinen Hebelschneider hervor und schneide aus normalem schwarzen Tonpapier mir die Mattung zu. Nein, stimmt gar nicht. Das ist nämlich das Aquarellpapier vom Action. Das ist der Kartenrolling. Der Kartenrolling selbst ist gefaltet 11,3 mal 15,6 cm. Ist halt kein Standardmaß. Ich habe es einfach nach dem Hintergrundpapier angepasst. Hier ist die Mattung. Das ist genau weiß hinterlegt mit 10,9 mal 15,2 cm. Das ist auch ganz normales Druckerpapier gewesen. Das Motiv, was ich ausgesucht habe, ist ein Liegestempel von The Paper Shelter. Deswegen auch die schöne Einblendung, ich zeige euch Werbung. Den, wie schon vorher gesagt, die Motive bekomme ich zur Verfügung gestellt und mache damit dann Beispielkarten oder Inspirationskarten für euch. Und die bezahle ich halt selber nicht. Hier habe ich ein Stanzenset von Nelly Snellen. Das ist etwas älter. Da habe ich dann mir die Kreise ausgesucht und auch die Mattung oder den Rahmen quasi. Ich wollte das nämlich ein bisschen maskulin halten, nicht zu verspielt. Also fand ich diese Zacken ganz passend. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hätte überhaupt in der Form je benutzt habe, ehrlich gesagt. Ich habe das schon Ewigkeiten in meinem Sommersorium. So. Ich muss auch gestehen, dass das Video jetzt ein bisschen spät kommt. Ich habe vor Wochen die Karte schon gebastelt. Ich hoffe, ich kann mich selbst halbwegs noch erinnern, was ich gemacht habe. Ah ja, ich schneide jetzt mit der Stanz- und Prägemaschine Kreise zu. Das heißt, die werden durchgekurbelt und das ist immer derselbe Kreisgröße. Das ist die gleiche Größe wie der Rahmen quasi. Also ich klebe 4 Schichten übereinander und mache damit halt das Papier stabiler. Und das Motiv und die Mattung in Schwarz, die werde ich, glaube ich, später auch nähen. Deswegen werden die halt normal dünn gehalten. Also in letzter Zeit mache ich das öfters. Gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer so viele Papierreste und ich finde es eigentlich eine schöne Art, die auch weiterhin zu nutzen. Und dieses Übereinanderkleben von mehreren Schichten, das macht das Ganze doch ziemlich stabil. Ich habe hier das Ganze ein bisschen beschwert, damit der Kleber schön arbeiten kann und auch, sage ich mal, sich nicht wellen kann. Der Spruchstempel ist aus einem Create a Smile Set. Ich fand den irgendwie total passend, als ich den in der Hand hatte. Und zwar ist das ein Spruch aus dem Birthday Sampler, also alles englischsprachige Stempel. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es noch der Fall ist, aber als ich den gekauft habe, war der im Angebot für, ich glaube, knapp unter 3 Euro. Das war jetzt sehr viel schwarz, deswegen das Ganze mit Wasser ein bisschen aufgesprüht und mit meinem Mikrofasertuch gereinigt. Ich schneide das Ganze von Hand aus, nehme halt wieder meine Schere zur Hand und drehe das Papier so, wie ich das gerade brauche. Das ist eigentlich relativ einfach, also es ist in dem Fall wirklich kein Hexenwerk, das ist ein Wimpel nur.
Ja, und da halte ich euch schon sozusagen mein Grundgerüst hin. Ich habe mir ungefähr überlegt, wie ich das Ganze halten möchte. Ich habe auch eine wunderschöne Schnörkelstanze mit diesem Musikschlüssel und Noten. Den habe ich auch mehrmals übereinander geklebt. Das heißt, die erste Schicht ist aus Aquarellpapier und die anderen drei aus irgendwelchen Reststücken von Karteikarte. Hier klebe ich auch schon mein Designpapier auf die Mattung. Und wie ihr seht, benutze ich mal wieder meinen Klebestift dafür. Das sind so die Sachen, die ich dann auch von Hand noch, also mit der Nähmaschine, vernähe. Da finde ich halt Klebestift einfach, ja, einfacher zu handhaben. Mit dem Flüssigkleber geht das meistens auch, aber ich möchte ja gar nicht, dass es so, sag ich mal, so stark klebt. Ich habe hier noch zwei Wimpelchen und ein Wimpel mit einem K. Das K steht für Konstantin, so heißt nämlich mein Bruder. Und diese Karte hat er auch zum Geburtstag von mir bekommen. Ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, das am Anfang Dezember direkt schon zu vertonen, zu schneiden und wie auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, der hat am 12. Geburtstag, nein, am 11.12. so rum. Und wenn ich das vorher zeige und er das sieht, ist das natürlich vielleicht auch doof. Deswegen habe ich damit doch schon ein bisschen gewartet. Hier habt ihr gesehen, habe ich das Ganze vernäht und als ich da dabei war, habe ich mir gedacht, ich könnte mir für das Innenleben der Karte auch eine Art ja, Mattung aus Kraftpapier und einfaches Druckerpapier für Schreiben zurechtschneiden in den gleichen Größen, denn ich habe ja ein Kartenrolling in Schwarz gewählt. Und ja, ich könnte mit weißem Gelstift reinschreiben, aber ich finde es irgendwie schöner und leichter auf weiß zu schreiben. Deswegen habe ich dann das, was ich von den Wimpeln weggeschnitten habe, wiederverwendet. Das Druckerpapier so ein bisschen schwarz am Rand eingefärbt. Hier habe ich ein bisschen Transparentpapier zurechtgeschnitten bzw. gerissen und ja, reiße mir noch die andere Seite noch dazu und sichere das Ganze auf der Rückseite mit Tesafilm. Transparentpapier zu kleben ist ja immer eine kleine Herausforderung. Hier wird schon das Einlegepapier eingeklebt. Dafür verwende ich meinen ja, Tonic Studios ja, Flüssigkleber, Tacky Einfach das Papier richtig ausrichten. Und hier mit dem Brayer habe ich das Ganze noch ein bisschen verteilt. Das heißt, der Kleber hat dann vielleicht besseren Druck. Bei flachen Sachen funktioniert das halt ganz gut, bei hohen Sachen eher nicht. Hier ist doppelseitiges Klebeband von Ideen mit Herz. Ich habe es ja schon im letzten Video gesagt. Ich habe das aktuell da, weil ich das Geschenk bekommen habe. Und das wird halt jetzt aufgebraucht. Und das Ganze natürlich mit Flüssigkleber wieder verstärken, damit das wirklich auf Dauer klebt und damit ich auch die Möglichkeit habe, das Ganze auch noch etwas bewegen zu können. Denn dieser Kleber ist wirklich sehr, sehr fies. Ich habe von, ich weiß nicht mehr von welchem Set das war, auf jeden Fall, ich habe Sterne gekurbelt. Ich glaube, das sind eigentlich so Layering-Dies, das heißt, oder Nesting-Dies, das sind Sterne, die halt ineinander passen. Und ich habe die halt auch gleichzeitig gestanzt. Damit hat sich dann aus dem Stern ein Sternrahmen ergeben. Und wie das aussieht, ist das Kraftpapier und weißes Papier. Und ich habe die halt ein bisschen schon verteilt auf der Karte, geguckt, was passt wohin. Und den Schnörkel, den fand ich so toll, den wollte ich auch wirklich nicht verdecken. Deswegen kommt er auch oben drauf. Für das Motiv habe ich hier ein Stück Pappe. Das benutze ich als Ersatz für doppelseitiges Klebeband bzw. für Abstandsklebeband oder Schaumklebeband, wie sich das schimpft. Ich komme damit recht gut zurecht und auch das sind sozusagen Reste. Ich habe ja ganz viele Papierblöcke vom Action, die habe ich auseinandergenommen und habe die Pappen, die Rückseiten aufbewahrt, zumindest ein Teil davon, und habe die quasi jetzt in Benutzung, zum Beispiel unter anderem dafür. Habt ihr gesehen, ich habe hier goldenes Garn
einfach um die Finger gewickelt und auch unter das Motiv geklebt, das Ganze wieder beschwert, damit der Kleber besser haften kann. Der Spruch wird auch hier mit Pappe hinterlegt. Ich habe eine Seite, die quasi auf das Motiv draufklebt und die andere Seite, die wird halt etwas erhoben. Das ist die linke hier im Bild. Das Ganze auch wieder beschweren, das ist immer ganz toll. Da klebt das hinterher auch wirklich Bombe. Ich habe von einem Action-Set noch hier ein Pfeil. Diesen habe ich aus goldenem Papier gestanzt, genauso wie die Sterne. Das war nicht, genau, das war kein Craft, das war tatsächlich Gold. Und zwar so ein matter Gold. Ich habe einen Umschlag in der Form gekriegt und den fand ich zu schön zum Wegschmeißen und habe dann daraus unter anderem jetzt diese Sterne und viele andere Elemente schon gestanzt. Wenn ihr Sachen unters Motiv klebt, wie jetzt hier der Fall, könnt ihr die Sachen auch sehr gut auseinanderschneiden. Dann habt ihr auch zwei Elemente, die ihr kleben könnt. Hier das Ganze mit der Schere ein bisschen geschoben. Ich hatte auch in einem Action-Set, ich glaube, das war ein Tech-Set, auch so kleine Elemente, Musiknoten und die habe ich dann auch aus Weiß und auch aus diesem goldenen Papier gestanzt. Und die verteile ich halt wie Konfetti einfach auf dem, ja, auf der Karte. Es werden auch nicht alle auf die Karte schaffen. Es war ein bisschen viel, aber wenn man schon so dabei ist, kann man ja nie wirklich aufhören zu stanzen. Hier ist noch ein Notenschlüssel in Gold. Also ich verteile so ein bisschen und das, glaube ich, war es auch schon. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unseren Kartenaufleger auf die Karte aufzukleben. Hier benutze ich wieder doppelseitiges Klebeband, das Starklebende. Dafür verwende ich meine Anti-Haft-Schere von Tonic Studios. Da bleibt halt ja fast nichts dran kleben und ja, gerade doppelseitiges Klebeband, da muss man aufpassen. Also normale Schere ist da eigentlich eher fehl am Platz. Hier wieder die Trägerfolie abziehen. Und dann mit Flüssigkleber das Ganze übermalen. Sieht immer ganz fies aus, wie viel Kleber ich benutze, aber eigentlich sind das wirklich ganz dünne Linien. Und ja, ich versuche es einfach nur flächendeckend aufzutragen, in der Hoffnung, dass die Karte dann auch wirklich ein paar Jahre hält. Meine Flasche lässt sich irgendwie nicht so wirklich gut drücken, also habe ich dann ein bisschen mit der zweiten Hand nachgeholfen und dann nur noch geradeaus richten und auf den Kartenrolling aufkleben. Da ich noch so viele einzelne Elemente über hatte, habe ich mir gedacht, man könnte ja auch noch eine Note ins Innere reinkleben. Der eine Banner sieht mit Weiß einfach etwas nackig aus. Hier habe ich Halbperlen vom Action, die gab es mal vor Jahren. Die sind unter anderem auch matt, würde ich sagen. Das passt sehr gut zu diesem Designpapier, nicht Designpapier, zu den Elementen, die ich gestanzt habe. Ich setze mir Punkte mit meinem Flüssigkleber und verteile dann die Punkte bzw. Halbperlen obendrauf. Mal große, mal kleine. Da muss es auch nicht viel sein. So, jetzt habe ich ein bisschen rangezoomt. Jetzt kann man auch ein bisschen diese Prägung im Hintergrund erkennen. Und ja, jetzt geht es ans Kolorieren. Hierfür verwende ich mal wieder, wie eigentlich immer, meine Distress Reinker. Ich fange erst mit Grau an und schattiere mir das ganze Motiv quasi. Ich male einfach drumherum. Zumindest die eine Seite, wo ich dann von ausgehe, dass da der Schatten sitzt und habe dann auch schon den Horizont aufgemalt. Das trennt mir sozusagen den Untergrund von einem Himmel. Den Himmel habe ich hier in Blau angefangen aufzumalen. Er sieht am Anfang immer so, ich sag mal, fleckig aus, aber wenn es durchtrocknet, ist das eigentlich viel angenehmer.
Ich meine, ich koloriere echt nicht gerne auf Karteikarte, aber ich habe ja Probleme mit meinem Aquarellpapier. Ich kann da drauf halt nicht vernünftig drucken. Und das ist halt so, ja, die Option, die dann bleibt. Mit richtigen Stempeln kann man ja jederzeit wählen, welches Papier man benutzt. Bei Digi-Stempeln ist man dann, sag ich mal, auf flaches oder glattes Papier angewiesen. Ich wollte beim Kolorieren jetzt auch nicht übertreiben. Ich habe das einfach, ja, so Pi mal Daumen koloriert. Also ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich eher das Gefühl, dass das irgendwie einfach Hauptsache schnell, schnell, schnell gehen muss. Dass man sich nicht die Zeit nimmt wie sonst normalerweise. Und wenn ich zum Beispiel für euch hier bastle oder mitfilme, sitze ich meistens vorm Computer, beziehungsweise der Computer steht vor mir und ich gucke entweder andere YouTuber oder ich gucke meine Serien weiter und bin auch so ein bisschen, sage ich mal, abgelenkt. Ja, im positiven Sinne. Also es ist nicht, dass es mich komplett irgendwie vom Konzept wegbringt. Es ist einfach nur so mein Abschalten. Ich muss irgendwie was dabei hören. Entweder ist es Musik oder halt tatsächlich irgendwie eine Serie oder tatsächlich andere YouTuber. Wobei ich muss sagen, wenn Videos mit Musik hinterlegt sind, da fällt es mir schwer, da irgendwie was mitzubekommen. Wenn man mindestens dazu spricht, so wie ich aktuell, kann ich mindestens dann zwischendurch hochschauen, wenn es für mich, sage ich mal, im Moment interessant ist, was sie sagt oder wie auch immer. Und ja, sonst bin ich ja so Passivschauer, kann man sagen. So richtig aktiv Fernsehen gucken tue ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendwie hat man das über die Jahre verlernt. Also ich kann nicht Fernsehen, ich gucke Fernsehen nebenbei, wenn mein Mann dann vielleicht mal schaut. Und meistens habe ich dann die Hände beschäftigt. Das heißt, entweder koloriere ich oder ich klebe etwas oder ich stanze etwas, ich häkle etwas, aber so wirklich auf den Fernseher gucken, das schaffe ich vielleicht für einen Film und dann ist, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie langweilig. So, wir haben hier den Untergrund schon ein bisschen bräunlich eingefärbt. Das habe ich halt versucht, so ein bisschen zu dem gestanzten goldenen Papier so ein bisschen anzugleichen, anzupassen. Ich wollte halt ähnliche Farben verwenden. Dieser blaue Hintergrund ist schon fast so bam ins Auge, weil es einfach komplett eine andere Farbe enthält als das, was die Karte vorher hatte. Also es war eher so schwarz-weiß mit goldenen Akzenten vorher und jetzt haben wir halt noch ein bisschen Blau mit drinne. Aber ja, es ist Himmel und ich weiß nicht, ich wollte jetzt keinen grauen Himmel, das so ein bisschen trist aussieht, malen. Ich finde Blau einfach schöner und angenehmer und das strahlt für mich so ein etwas Positives aus. Für die Haare habe ich hier auch mit Braun angefangen. Dafür muss ich sagen, ich bin selber dunkelblond und mein Bruder ist dunkelbraunhaarig. Und ich wollte das eigentlich so ein bisschen aufgreifen. Das Einzige, was halt nicht so ganz passt, mein Bruder hat lange Haare. Und der Herr hier im Bild, der hat relativ kurzes. Und ja, da habe ich gedacht, ja, wir machen so einen Kompromiss draus. Also ich werde noch ein bisschen dunkler, aber es ist eher so, ich würde fast schon sagen, ja, dunkelblond, was es am Ende ergibt. Oder so ein helles Braun. Das Schöne ist, man kann ja immer dunkler werden, bis man dann mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und ja, ich versuche halt durch die Pinselstriche so ein bisschen die Struktur vom Haar zu imitieren. Das geht halt mit einem feinen Pinsel besonders gut. Ich habe hier einen Wassertankpinsel, den habe ich relativ neu. Und da sind die Fasern noch alle intakt und dann funktioniert das auch. Wenn die Fasern anfangen, sich zu verbiegen und in die andere Richtung zu zeigen, dann wird es halt schon sehr schwierig, damit zu malen. Fürs Gesicht versuche ich auch relativ hell zu bleiben. Ich deute erst die Schatten an. Und arbeite mich halt da so ein bisschen ins Mittlere dann des Ganzen wieder rein. Also der hat eine sehr dominante, ja, Nase und auch sehr starke Gesichtszüge. Und ja, es ist ein bisschen cartoonmäßig, aber irgendwie finde ich das ja witzig und interessant. Und ich meine, wir haben sehr viele Motive für Kinder, für Mädchen.
Und Herrenmotive sind, sage ich mal, eher Seltenheit. Und den hier fand ich einfach, ja, passend. Ich glaube, mein Bruder hört eher so Richtung Metal. Ja, auf jeden Fall so Rock. Und ja, es ist nicht ganz meine Richtung, aber ja, ich wollte eben halt etwas Passendes basteln. Für die Hose habe ich hier mich für Grau entschieden, beziehungsweise es wird eher so in Schwarz rübergehen, aber ich fange halt mit Grau an, das Ganze vorzuschattieren, damit ich dann weiß, wo meine hellsten und meine dunkelsten Bereiche sein werden. Und dann kann man halt die Schattenbereiche verstärken und schwarz einarbeiten. Hab dann entschieden, noch ein bisschen Schatten ins Auge zu geben. Und auch, ja, diese Gitarre, die ist schon ein echter Knaller. Da ist ein Totenschädel am Ende und ja. Hab hier mit Gelb versucht, die Flammen zu imitieren. Hab mit einem hellen Gelb angefangen, außen und dann ins Innere werde ich halt dunkler mit Orangetönen. Und ich meine sogar, dass ich noch ein bisschen Rot damit einarbeite. Und die Gitarre sollte halt weiß bleiben, deswegen also nur mit Grau Schatten gesetzt. Und jetzt gehen wir halt ins Schwarze über. Das heißt, die Schuhe werden schwarz, die Hose und auch das Jackett oder die Jacke, was er trägt. Ich denke mal, es sollte eine Lederjacke darstellen. Und Lederjacken sind ja überwiegend schwarz. Und da wären wir eigentlich schon fast fertig. Bei Aquarellmalerei oder Kolorieren mit Distress-Reinkern oder anderen Stiften auf Wasserbasis müsst ihr halt wirklich mit Schichten arbeiten. Das wird selten mit einer, ja, Farbauftragung quasi so, wie ihr das gerne haben wollt. Wie ihr seht, war ich jetzt auch wieder in den Haaren. Meine Kamera hat anscheinend gerade so ein bisschen, habe ich entweder nicht aufgepasst und die ist ausgegangen. Hier, wie gesagt, gehe ich noch ein bisschen ins Rote rein, um die Flammen so ein bisschen ja, zu verstärken. Hab die Wangen noch ein bisschen nachgemalt. Hier mit Schwarz ins Haar rein. Zumindest die Bereiche, wo ich denke, die sind am dunkelsten. Weil, wie gesagt, ich wollte ja mehr oder weniger die Haarfarbe von meinem Bruder so ein bisschen nachempfinden, was mir, glaube ich, nicht so ganz gelungen ist, aber okay. Habe noch ein bisschen schwarz Schatten unter die Schuhe gemalt und zwischen die Schuhe. Ja, und dann sind wir schon auch quasi durch. Ich verlinke euch meinen Blogpost und ich schreibe euch auch in der Infobox alle Materialien, sofern ich die Namen weiß, die ich benutzt habe. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Dranbleiben, Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Hallo meine Lieben, das ist jetzt ein Testlauf. Ich wollte nur mal kurz gucken, wie das Mikrofon das Ganze aufnimmt.